Ja, Severin, du bist auch einer der Neuen von Blau-Weiß Friesdorf gekommen. Stell dich einfach mal kurz vor, bitte. Ja, ich bin Severin Niesen, ich bin 20, wie gesagt, komme aus Blau-Weiß Friesdorf. Hab da mein erstes Seniorenjahr gespielt. Wir sind auch aufgestiegen von der Landesliga in die Mittelrheinliga. Hab vorher ein Jahr in Amerika College Soccer gespielt und bin jetzt über den André und den Koray, den 19 Trainer, hier bei Fortuna gelandet. Ist natürlich die Frage, warum wechselt ein junger Torwart, ich glaube du bist 20, vom Mittelrheinliga-Aufsteiger in die Bezirksliga? Ja, er hat eine super Truppe, aber leider bin ich da nicht über den Status des Ersatztorwarts hinausgekommen. Und ich bin wie gesagt noch jung, ich habe da meine ersten Erfahrungen gesammelt, aber ich muss spielen. Ich bin ein Typ, der spielen will unbedingt und deswegen bin ich der Meinung, dass ich hier eine größere Chance sehe und eine junge, ambitionierte Truppe vorfinde. Und hier versuche ich mich zu entwickeln, bestmöglich, und würde gern versuchen, hier die Nummer 1 zu werden. Du hast Gardemaß für ein Torhüter, du bist, glaube ich, fast 2 Meter groß. Hilft dir natürlich in vielen Situationen. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, die Größe ist da ein bisschen hinderlich im Torwartspiel? Na, eigentlich ist es für ein Torwart immer gut, groß zu sein. Ist natürlich schwierig dann, weil man ein bisschen, die Kleinen sind meistens immer schneller unten. Aber ich denke, dass ich trotz meiner 1,94 oder was ich groß bin, dass das einer meiner Vorteile ist, dass ich trotzdem relativ schnell und beweglich unten bin. Deswegen finde ich, ist das eigentlich mehr Vorteil als Nachteil. Du bist so ein Torwart, der viel mitspielt. Ist so Manuel Neuer irgendwo so ein Vorbild für dich? Ja, auf jeden Fall. Also hat das Torwartspiel auf jeden Fall revolutioniert. Und das ist was man sich abschauen muss, weil es vor allen Dingen für die Zukunft sehr, sehr wichtig werden wird. Und das versuche ich halt immer mehr zu perfektionieren und immer mehr halt auch einzustreuen. Natürlich ist Manuel Neuer, was das angeht, absolutes Nonplusultra. Aber es wird immer wichtiger werden für einen Torwart halt aktiv mitzuspielen und halt lange Bälle zu erahnen und ein bisschen so den Libero zu mimen. In Friesdorf haben wir das auch oft versucht, halt im Training einzubauen. Wir sollten immer sehr hoch stehen. Der André ist ja auch ein Trainer, der das favorisiert, und ich glaube, das liegt mir dann auch ein bisschen. Okay, danke dir.